Willkommen zurück zu einem neuen 5M Scripting Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr das Google Docs Dokument, was wir in einem der vorigen Tutorials über einen Tastendruck immer anzeigbar gemacht haben, wie ihr das als Comment, also ihr schreibt dann slash Google Docs und dann öffne ich das Google Docs, keinen Tastendruck, sondern als Befehl machen könnt. So, öfters mal die Nachfrage, ist ein relativ kleines Tutorial jetzt, aber ich will euch trotzdem zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr diese Ressource als Download sucht, dann könnt ihr gerne meinen Discord besuchen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Channel Downloads findet ihr dann hier im 5M Lua Tutorial Downloads Reiter den Google Docs Cheats als iFrame-Link einbinden Download. So, wie funktioniert das Ganze als Comment? Das ist sogar noch relativ einfacher als via Tastendruck. Wir brauchen keine While-Schleife, um das Ganze zu machen, sondern wir können den Comment direkt so einbinden. Das Ganze haben wir auch schon mal bei dem Help-Tutorial gemacht. Ich werde das jetzt hier einmal hier drunter machen. Wir starten mit einem Register-Comment und hier schreiben wir dann den Namen vom Comment rein. Zum Beispiel jetzt bei mir Google Docs. Dann schreiben wir hier ein Komma, dann bauen wir eine normale Function auf. Ihr kennt es ja bereits und hier unten and false. Und in dem Block von dem Register können wir dann unsere eigentlichen Register-Comments aufrufen. Dazu kopieren wir uns einfach das hier raus mit dem if show UI gleich gleich false, kopieren das hier rein und benutzen Steuerung S zum Speichern. Mehr müssen wir nicht machen, das heißt, wir können das hier oben löschen und das hier ist dann unser Comment, der dann den Google Docs halt startet, wenn er noch nicht angezeigt wurde. Wir speichern das, beenden das. Oh, das ist natürlich das falsche Fenster hier. So. Und gehen zurück zu unserem Server-CFG, stellen sicher, dass hier unsere Google Docs enabled ist mit Azure Google Docs. Wenn das der Fall ist, starten wir einmal den Server, TXData, 5M Server, Server. Vorher natürlich XM starten. Starten wir den Server und join einmal drauf. So, auf dem Server angekommen, können wir jetzt einmal den Befehl slash Google Docs eingeben und wir sehen, es öffnet sich nicht per Tastendruck, sondern per Comment und können das Ganze auch wieder beenden mit einem Escape. Damit sind wir schon am Ende vom heutigen Tutorial angekommen. Es war relativ kurzweilig, dafür war es aber öfters mal gewünscht von euch. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schaut gerne bei mir auf Discord vorbei und ansonsten bis zum nächsten Mal.